Hallo von uns und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit Kaninchenhaltung in der Wohnung. Wir sind hier gerade nur zu dritt, die Damen und ich. Und ich probiere gerade was, und zwar habe ich Erik und Bruno ins Badezimmer und ja, versuche die beiden so vielleicht ein bisschen aneinander anzunähern. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Weil komischerweise draußen ist es ja überhaupt kein Problem, wenn die beiden nebeneinander sind, außer wenn der Bruno in Panik verfällt. Das Problem ist eigentlich mehr innen, und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Revierding. Versuche ich das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass die beiden sich dadurch vielleicht ein bisschen annähern. Da ist der Raum ja dann auch kleiner und sie können sich nicht so aus dem Weg gehen. Und während die beiden Männer jetzt im Badezimmer sind, habe ich überlegt, mache ich Ordnung. Das war jetzt wie immer eine Riesenaktion. Und letzten Endes steht aber wieder alles so, wie es war. Und dieser Pony hier, das sieht komisch aus. Naja, auf jeden Fall, es steht wieder alles, wie es war. Und ich suche immer noch nach der optimalen Lösung. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Ideen. Manchmal, wenn man es von außen sieht, sieht man ja vielleicht Dinge, die man selber, wenn man hier drin steckt, nicht sieht, wie man es vielleicht machen könnte. Wobei ich natürlich auch aus pragmatischen Gründen gewisse Dinge da habe, wo sie sind. Aber vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, wie ich irgendwas machen könnte. Dann könnt ihr das gerne mal schreiben. Da wäre ich auf jeden Fall gespannt, wie man da vielleicht noch irgendwas gestalten könnte. Das ist so lustig, ich habe jetzt leider die Kamera zu spät eingeschaltet, aber die Emmy hat gerade auch markiert. Der Bananenbrei für die Babys ist angerichtet, aber Holly mag ihre Riedschorn-Tablette nicht mehr essen. Ich habe gerade vorhin getestet, die Emmy ist zum Glück brav, aber die Holly mag nicht, deswegen muss ich ihr das jetzt zermörsern und dann fülle ich es in der Spritze mit Wasser auf. Zum Abendessen habe ich mir Nudeln gemacht mit Tomatensauce, Champignons und Zwiebeln und Parmesan. Das ist noch nicht der ganze Parmesan, da kommt noch mehr Käse drüber. Aber ich dachte, ich zeige euch das mal so, sonst könnt ihr vor lauter Käse mein Essen nicht mehr sehen. Und ich versuche jetzt während des Essens die Bachelorette zu schauen, bevor die morgen ausläuft. Also die aktuelle Staffel von letzten Mittwoch, die ist ja dann morgen nicht mehr verfügbar, wenn die neue Staffel, die neue Folge kommt. Deswegen versuche ich das jetzt noch zu schauen. Wer von euch schaut es noch? So, hier nochmal die Realität mit Käse, Mozzarella noch und ein bisschen mehr Parmesan.